Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Strahlender Diamant. Wie ihr euch ja noch erinnert von der letzten Folge, haben wir Commander Jupiter, sagen wir mal, erledigt. Ja. Oh, da müssen wir auch mal hinter. Ich meine, unser schönes Bidiza kann ja auch mal erstmal schön zerschneiern wenden. Ich wette, da ist noch ein schönes Item. Oh, ich hatte recht. Oh, Raub. Oh. Fragt mal an dieser Stelle hier mal ganz vorsichtig, wie euch bis jetzt Pokémon Strahlender Diamant gefällt. Könnt auch gerne in die Kommentare reinschreiben, was man vielleicht noch verbessern dran könnte. Und ich würde sagen, unsere Mission. Warte. Unsere Mission ist ja natürlich, dass wir zum Radladen gehen. Machen wir gleich, weil unsere Pokémon sind ziemlich angeschlagen. Oh, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich war so froh bei der letzten Aufnahme, endlich mal Carpador entwickelt zu haben. Boah. Es ist so schön, endlich einen Gyarados zu haben. Aber ja, ich habe mir auch jetzt noch vorgenommen, dass ich dann mal die ganzen Pokémons, wo wir auch hier jetzt in unserem Pokédex mal sehen, habe ich gerade mal eben noch nachgeschaut. Es sind schon viele und 44 fehlen halt nochmal 21 Stück. Und ja, die sollten wir vielleicht auch noch irgendwann mal voll kriegen. Ich denke, ich meine, wir haben ja so viel. Aber ich würde sagen, lasst jetzt erstmal in den Radladen gehen. So. Mal mit einem kleinen Jungen reden. Was hat das Team Galactic eigentlich mit den Pokémon anderer Leute vor? Das weiß keiner. Bibi. Bibi muss aufs Klo. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich weiß gar nicht, wie ich mich erkenntlich zeigen soll. Lass mich dir als Zeichen meiner Dankbarkeit wenigstens ein Fahrrad schenken. Komm mal bitte eben mit. Wisst ihr, was cool wäre, wenn wir es noch selber designen dürfen? Aber ich weiß, dass es nicht möglich ist. Bei der Farbe deines Fahrrads hast du übrigens die... Oh, doch. Das haben die geändert? Oder war das schon damals so? Grün, gelb, rot, blau. Ich wäre für blau. Ja, sieht das nicht schick aus, oder was? Ja, natürlich. Eine derart kühnes Blaue erfrischt fast so sehr wie ein Wasserstrahl von Shiggy. Die Farbe passt wirklich perfekt zu dir. Du erhältst das Fahrrad. Gut, das heißt, wir können jetzt eigentlich mit dem Fahrrad rumfahren. Aha. Fährst du schnell wie der Wind, damit kannst du nur Hänge hinaufdüsen, die du mit dem ersten... Ah! Da können wir jetzt also... Stimmt! So. Aber dann rüsten wir es doch gerade mal noch aus, weil geht sonst ja nicht. Karschlüssel. Das war fürs Windkraftwerk. Wir wollen es registrieren. Wir machen es aber. Oh, müssen wir auf die Rechte. Und das war. Hä? Okay. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie ich es gerade nochmal mache, weil ich bin jetzt auch schon, ehrlich gesagt, ein bisschen länger her mit dem. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Weil die ganzen Pokémon sammeln kann ich auch noch später. Bei Lust und Laune. Oh, war das hier jetzt, oder? Ne, ich glaube, hier war es nicht. Ne, hier brauchen wir Stärke. Blöd. Müssen wir alles wieder zurück, stimmt. Oder? Statte Untergrundmann einen Besuch ab. Untergrundmann? Oh. Pokémon. Oh! Ein Klimplim! Das hatten wir ja noch gar nicht. Gleich Gyarados davor gesetzt, ey. Hey. Ich kann es nur gerne nochmal wiederholen. Ich finde an sich, haben sie schon viel aus dem alten Spiel wieder reingehauen. Wenn man es mal so sieht, viel gemacht auf jeden Fall. War bestimmt auch nicht einfach, vor allem wo jetzt noch Arceus rauskam und alles.
war es bestimmt. Ich meine, im Endeffekt ist ja eigentlich Pokémon Strahler, Diamant oder Leuchtende Perle eigentlich nur ein Remastered von damals, bloß ein bisschen aufgebessert. Sagen wir es mal so. Hey, das geht doch jetzt nicht. Geh mir nicht auf den Nerv, ich will dich haben. Sei mein Freund, komm schon. Eins, zwei. Alter, willst du mich jetzt eigentlich flachsen? Armes Garados. Ich meine, ich könnte schon schlagen, aber dann wäre er am Arsch. Und wir auch. Aber dann kann ich erstmal wieder nach dem Klimp nehmen, dann wahrscheinlich suchen. Oh ja. Flickst. Das ist das, was mich immer nervt. Dreimal wackelst und dann trotzdem beim letzten Mal, bam, bist du weg. Okay. Oje, das merke ich ja jetzt erst. Die kleine Kugel in ihm bewegt sich ja. Mit dem Klingklim. Ist das jetzt seine Zunge? Ist das jetzt nicht? Oder wie kann man das sehen? Boah. Gibt's doch einfach nicht. Und endlich, meine Güte. Klimp wurde gefangen. So. Klimp, Glöckchen-Pokémon, Psycho. Es bewegt sich hopsend fort und stößt Rufe aus, indem es die Kugel in seinem Rachen zum Schwingen bringt. Nee, ich stehe nicht so auf Spitznamen, wenn ich ehrlich bin. Mit die Tier haben wir schon. Oder? Hatte ich beim letzten Mal schon. Es gestaltet sich ehrlich gesagt sehr schwierig. Hier im Pokémon. Ja, haben wir schon. Generell fortzubewegen. An sich will ich aber auch keinen Schutz anwenden, einfach weil wir Pokémon sammeln. Wäre voll blöd, oder? Oh, was willst du jetzt? Oh wow, du hast ja ein Fahrrad, damit kannst du über den Radweg direkt nach Herzhofen fahren. Probier es mal aus, riesen Spaß. Bin ich jetzt irgendwie falsch abgebogen oder bin ich jetzt irgendwie gerade... Oh, ein Hothot. Oder Hothot? 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 Wie wird das ausgesprochen, Mann? Gar nicht. Oh nee, ich will ja nicht fürchten. Ich... Das ist, mal schon ein schöner Start in der Aufnahme, wo man eigentlich gar nicht möchte. Ja, setz doch Reflektor ein. Mensch. Komm, eins, zwei, drei und... Ja, danke. Passt nicht wie Klingblim. Gefangen. Für Hothot wurde ein Eintrag eingelegt. Ein Pokémon. Es steht ständig auf einem Bein. Wirklich nur eins. Selbst wenn es angegriffen wird, stellt es sich nicht auf beide Beine. Okay, es hat doch zwei Beine. Bloß angewinkelt. Und nimmt es als ein Bein. Ich glaube, wir müssen nach unten. So. Dann verlassen wir hier mal dieses Terrain. Ah ja, stimmt. Oh, jetzt der nächste oder was? Oh, du hast etwas zum Erkundungsset dabei? Dann solltest du eben mit dem Mann im Haus neben dem Pokémon Center sprechen. Ah. Irgendwie macht es mir das echt nicht irgendwie leichter, finde ich. Irgendwie wird es jetzt schwieriger. Für mich hier gerade mal durchzukommen. Oh, ich kann mir schon vorstellen. Untergrundmann. Ah, ich war der Erste, der in der Untergrundhöhle gegraben hat. Deshalb nennt man mich den Untergrundmann. Ich habe ein Geschenk für dich. Nutze es weise. Du erhältst ein Erkundungsset. Ah.
Wenn das Erkundungsset, das du in der Basis-Item-Tasche des Waldes finden kannst, um dich in diese Untergrundhöhlen zu begeben. Ah, da können wir sogar Ding. Ich weiß noch, was es ist. Dann lass uns am besten gleich in die Untergrundhöhlen gehen. Es ist ganz leicht, die Untergrundhöhlen zu betreten. Verwende einfach den Erkundungsset. Aha. Also, verwenden wir unser Set mal. Da sind wir einfach in die Map reingeflogen. Ah, Fight ist da. Ja, wir sind das erste Mal hier. Wie, was hier machen? Fragst du, wie erkläre ich das am besten? Du kannst hier unten sozusagen alles tun, worauf du Lust hast. Du kannst unter anderem nach Schätzen graben oder eine Geheimbasis bauen. Genaueres erfährst du im Untergrund an und ewig genau. Ah, okay. Okay, er geht halt wieder hoch. Ist ja nicht irgendwie komisch, dass wir ein... Ja, ich weiß nicht, wie soll ich sagen. Ah, guck mal. Dann wird es halt doch jetzt mal eine Folge mit dem. Ja, wir möchten das mal. Ah, das war's. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Also, was nehmen wir jetzt erst? Es wurden 4 Objekte. Nee, der Hammer, den braucht man nicht. Wir brauchen den hier. So. Ah, und wir müssen aufpassen, dass da oben der Riss nicht kaputt geht. Weil sonst geht die Wand ein. Hm. Oh. Oh. Eine Herzschuppe. Damit kann man Barschwar weiterentwickeln. Oh, ja. Perfekt. Nee, nicht gut. Ich könnte mir jetzt noch vorstellen, dass vielleicht hier unten eins ist. Oder halt auch nicht. Geht das auch? Wow. Die Wand ist eingestürzt. Hm. Ich meine, dann können wir die Folge eigentlich jetzt als Untergrundmann-Forscher nehmen. Oder? Was meint ihr? Ich glaube, wir machen... Oh! Das ist neu. Das ist ja richtig neu. Man kann hier... Oh mein Gott! Ich glaube, wir machen 2 Folgen draus. Das ist cool. Das ist cool. Es ist neu. Ein Schlurp erscheint. Oh, ich habe schon vieles gesehen generell. So dieses, dass die Pokémon mal frei rumlaufen. Ich habe mich gefragt, wann es kommt. Oh. 26? Oh yeah. Ja, dann können wir eigentlich auch auf Kampf gehen. So, bis... Aha. So. Nochmal bis. Ich will diese Schlupp. Rückgeschreckt. Perfekt. Nochmal bis. Und nochmal zurückschrecken, bitte. Oder auch nicht. Egal. Ist das nicht geil, dass man jetzt in Untergrundhöhlen generell Pokémons finden kann? Also man muss schon ehrlich sagen, da haben sie sich was einfallen lassen. Ich dachte immer, man kann nur Fossilien finden, dann 2 Pokémons wieder beleben und so. Und dann war's das, aber voll geil gemacht. Komm, Superball. Ich meine, wofür haben wir die? Und komm jetzt, sei mein Schlurp. Und du bist mein Schlurp. Super. Oh, Kaskade. Brüller. Nee, ehrlich gesagt, braucht er nicht unbedingt. Kleinstein ist Level 23. Entwickelt sich's? Nee. Hä? Ist schon ein Schlurp? Haben wir schon wirklich einen Schlurp? Aber erstmal hier die Weiterentwicklung von Chanelos.
Voll geil. Ich finde das so geil gemacht gerade. Bin ehrlich, ich bin gerade ein bisschen gehypt drauf. Ich könnte jetzt, glaube ich, hier ein paar Stunden einfach unten in der Höhle einfach gammeln und einfach die ganze Zeit Pokémons jagen. Ich glaube, aber dann würden wir in der ganzen Mission nicht mehr weiterkommen. Kriegen wir auch gar nicht mehr so viel vom Spiel mit. Ach, verdammt. Mensch. So, komm. Geh meinen Pokéball. Geh meinen Pokéball. Du willst meinen Pokéball, ich weiß es. Boah, ich glaube, wir sollten öfters auf jeden Fall mal hier runter. Oder ich an sich eigentlich schon. Vielleicht haben wir auch hier die Chance auf Shinies, oder? Weiß das jemand zufällig? Kann mir das jemand mal in die Kommentare schreiben, wie man hier in diesem Spiel hier Shinies findet am besten? Oder was es da für Methoden gibt? Cutstone ist gleich ab, das geht auch nicht. Komm, Staravia. Staravia! Go, go, go. Heil. Oh Mann, Aquarelle, nein! Ich glaube, ich verzichte gleich auf dieses Gastrodon. Dieses Pokémon nervt mich jetzt langsam. Ich glaube, ich muss später nochmal hier rein. Och nee, jetzt muss ich hier rein. Ich glaube, ich gehe später einfach mal durch. Ich wollte jetzt eigentlich noch vielleicht ein Fossil finden in der Folge. Mein. So, komm. Schauen wir mal noch nach Fossilien, weil ich möchte ehrlich sein, ich will auch ein bisschen mal gucken, ob ich vielleicht mir einen Kopnodon machen könnte oder einen Chilterus. Okay. Es wurden 3 Objekte gefunden. Okay. Machen wir erstmal alles hier klein. Und dann wechseln wir mal. Machen über. Hey, da ist doch nicht überall jetzt was, oder? Ich glaube einfach nicht. Überall finde ich diese kleinen Steine. Oh! Das sieht richtig groß aus. Super. Eine Sache. Schon irgendwie traurig. Wenn ich jetzt noch ein. Ach Mann. Egal, Hauptsache ich sehe jetzt kein Fossil. Hey, hey, hey. Ach, da war noch was. Egal. Ich habe noch ein paar Wände. Okay. Gut zu wissen. So. Hier oben müsste jetzt dann gleich eins sein. Ne, hier. Zwei Objekte. Ne. Ne. Okay, jetzt machen wir lieber mal so. Finde ich einfach blöd, oder? Warum finde ich hier nichts? Gehe ich das ein bisschen zu hektisch an, oder? Was ist das? Oh ja, natürlich. Jetzt finde ich hier noch was. Ist eine Sache. Ich weiß nicht. Ich würde jetzt gerne, ehrlich gesagt, wirklich einen Saphir. Ich würde jetzt ehrlich gesagt gerne mal irgendwie ein Fossil finden. Ein Fossil, bitte. Oh, da war ein Dickter. Oh. Ich glaube, bei dem kannst
glaube, wir gehen mal kurz noch zu dem und dann machen wir noch eins. Hast du kleine Sphären? Dann können wir tauschen, ja? Ich will keine Deko-Objekte. Ich würde vielleicht gegen Pokémons die eintauschen. So. Wo ist... Ah, da ist die Wand. Ich glaube, ich mache es lieber mit einem kleinen Hammer. Kleiner Hammer ist eigentlich gar nicht so schlecht. Immer einen kleinen Hauer. Oder mal zwei. Ach Mann. Wo sollst du auch die Dinger finden? Oh. Das war Glück. Hm. Nein. Irgendwie, mögen mich die Dinger nicht. Irgendwie kann ich aber auch nicht aufhören. Aber ich glaube, ich würde an dieser Stelle erstmal sagen, wir sehen uns gleich wieder oben, auf jeden Fall an der Oberfläche. Wir machen das mal hin und wieder mal zwischendurch. Ich glaube aber auch, dass das generell eine Sache ist, wo ich mal so mache. Außer wenn ich jetzt mal wieder in so einem Fragezeichenbereich bin, wie links oben ist, wo wir gerade eben vorhin waren. Einfach nur wegen Pokémons jagen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.